Abwehr und Torwart auf jeden Fall. Wir decken richtig gut. Aber schmeißen die Dinger nicht rein, leider in der ersten Halbzeit. Wir konnten schon mit 5, 6, 7 Toren führen in der ersten Halbzeit. Und dann würde das Spiel schon zu Ende sein, sozusagen. Aber ja, Jensen hält richtig gut und die bleiben immer dran. Aber wie du gesagt hast, wir kontrollieren das Spiel, das ganze Spiel über. Und ja, wir haben einfach richtig gut gedeckt. Ja, also auf jeden Fall, das sind zwei komplett andere Gegner. Ja. Also Flensburg ist schon Welttop und Balingen ist das nicht. Mit ganzem Respekt für Balingen, aber das ist nicht das gleiche Team wie Flensburg. Und die haben viel mehr Individualisten im Team, sind einfach bessere Handballer, wie die das auch gegen uns gezeigt haben. Wir haben gegen Flensburg auch gut gedeckt. Wir haben einfach mehr Probleme vorne gehabt, glaube ich. Und wir, glaube ich, gegen Flensburg fangen wir 6-6 an oder so und dann ist auf einmal 12-6. Und wir bleiben die ganze Zeit dran auch, aber 6 Tore aufzuholen in Flensburg, das war richtig schwer und das ist fast nicht machbar. Ja, ich glaube, ja, also ich würde das nicht zu groß machen, aber ja, wir haben ab und zu Probleme, dass wir nicht, also die kleinen Dinger nicht reinwerfen. Aber das klappt, glaube ich, jede Mannschaft und ja, ich hoffe, wir machen das besser. Aber wie gesagt, die Abwehrleistung hat dann gereicht, dass wir das Spiel so geführt haben, dass wir das so kontrolliert haben. Wir arbeiten weiter auf uns. Also wir wissen, wie viele Baustellen wir haben, wo wir besser sein können und wir arbeiten weiter dran. Also ich glaube, wir werden uns nicht so krass auf BHC vorbereiten, wir werden auf uns gucken. Und ja, wir haben relativ viel Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Tage. Wir spielen am 25. Ja. Das ist viel Zeit und ja, ganz entspannt. Das ist ein richtig gutes Team, richtig gute Mannschaft. Und wir haben das Hinspiel gewonnen, aber ganz knapp. Ja, also die spielen eine richtig geile Saison bis jetzt und wir möchten natürlich hier zu Hause das gewinnen. Und ja, wir haben viele Punkte jetzt aufzuholen sozusagen. Ja. Ja, so würde ich das nicht genau sagen, aber wir hatten wirklich über das ganze Spiel ein gutes Gefühl. Wir waren im Angriff, wie auch in der Abwehr, waren wir griffig, waren wir wirklich so gut drauf und brauchen es dann Anfang der zweiten Halbzeit gar nicht so spannend machen, dass Balingen nochmal auf 2 rankommt. Das lag einfach an der Chancenverwertung. Da hätten wir noch viele Freie mehr reinmachen müssen. Dann führen wir zur Halbzeit höher und dann sieht das Geschehen nochmal ganz anders aus. Aber ich fand, wir haben erste und zweite Halbzeit wirklich dominiert heute und da können wir wirklich zufrieden mit sein. Ja, was heißt viel anders gemacht? Wir kamen einfach heute besser ins Tempospiel, Abwehrstand, Teuter wirklich stark. Dann kam man die erste Welle, wo die Außen wirklich einfache Tore gemacht haben. Generell Tempospiel, was uns immer hilft. Und dann vor allem im Angriff, haben wir wirklich im Angriff besser angegriffen. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt mit Marco Marmic und auch mit Philipp Weber zusammen im Rückraum. Das hat einfach gut gepasst heute und so können wir weitermachen. Ja, das letzte Spiel ist ja noch nicht so lang her. Da haben wir knapp in Solingen gewinnen können. Es wird auf jeden Fall wirklich eine harte Partie. BHC hat sich jetzt auch wirklich in den letzten Spielen auch, haben sie sich gut geschlagen, sind immer ein unangenehmer Gegner und da müssen wir auf jeden Fall wieder voll da sein. Aber wir haben jetzt Heimspiele, wir haben jetzt vollen Power hier, müssen nicht weit reisen, können weiter hart trainieren und dann können wir auch da die Punkte weiterholen und das wollen wir auch. Und das ist auch unser Ziel, jetzt da weiterzumachen und die Punkte zu holen. Nein, eigentlich nicht. Ich hatte während des Spiels immer ein gutes Grundgefühl. Ich glaube, wir konnten uns heute wieder mal auf unsere Abwehr mit einem super Joel hinten drin verlassen, was uns natürlich im Angriff dann ein bisschen einfacher von der Hand geht. Und von daher war das ein, glaube ich, ein souveräner Staatssieg. Ja, dass wir auch in Flensburg gut gespielt haben. Wir hatten da bloß 10 Minuten, wo wir halt in 6-0 aufbekommen, der dann natürlich dort beim Tabellenführer schwer aufzuholen ist. Von daher konnte man tatsächlich viele Sachen mitnehmen, gerade in der Abwehr, wie wir da in der Anfangsphase kompakt gestanden haben. Das wollten wir heute wieder machen, haben wir gut gemacht und verdient gewonnen. Als erstmal haben wir ein paar Tage frei, das tut auch mal ganz gut. Darum habe ich jetzt noch gar kein Gefühl, was das nächste Spiel angeht. Ich freue mich jetzt erstmal, dass wir mal heute gewonnen haben, dass wir jetzt ein bisschen durchatmen können und dann werden wir am Montag wieder neu angreifen.